Meine Kinder haben eigentlich viel zu viel miterlebt. Wo ich so ein bisschen Angst habe, dass sie aber irgendwann dass sie nicht damit klarkommen. Also, was ich anders machen würde, würde ich mir früher Hilfe holen. Trotz dieser Angst, die Polizei selber alle zu sagen, so, jetzt kann ich nicht mehr, er schlägt mich die ganze Zeit. Aber einfach früher Hilfe holen. Die Kollegin oder die Nachbarn drunter, wie oft haben sie gesagt, komm, aber wir helfen dir zu gehen. Der Papa von meiner ältesten Tochter, das war meine erste grosse Liebe und Trauma. Meine älteste Tochter ist auf die Welt gekommen und dann bin ich aber nicht mehr mit dem Papa von ihr zusammen gewesen, sondern schon in einer neuen Beziehung. Als die älteste 4 war, ist dann die zweite auf die Welt gekommen. Der Vater von meiner zweiten Tochter ist ein attraktiver Mann, sehr liebevoll und ja. Meine Tochter sie ist glücklich gewesen, zufrieden gewesen. Und auch die Älteste war zufrieden. Bevor ich in die Beziehung hineingegangen bin, das weiss ich noch, habe ich ihm dann gesagt, und das Wichtigste ist für mich, dass du mir meine älteste Tochter so nimmst, wie sie ist, und auch akzeptierst. Und das war für ihn nie ein Thema, nicht einmal. Er hat ihr jeden Wunsch von den Augen abgelassen. Ohne dass die Älteste ein Wort hat müssen sagen. Das hat mich dann so beeindruckt. Das war Wahnsinn gewesen, dann zumal. Er war da gewesen, wenn man ihn gebraucht hat. Er hat einem geholfen, wenn man Probleme hatte. Und das, hat, für das ist auch das, für das, was ich geliebt habe, eigentlich. Also. Ja, er war netter gewesen, wirklich. Ich hatte am Anfang noch ein gutes Gefühl. Wenn er da war, hat er mitgeholfen, abräumen, Tisch abräumen und hat eine gute Art gehabt, umzugehen. 2-3 Jahre waren wir wirklich eine glückliche Familie gewesen. Und er hat sich das Ganze eigentlich gekehrt. Also. Ich habe sie irgendwie gespürt, dass etwas nicht stimmt. Aber sie hat zeitweise immer gesagt, ja, ja, es ist gut. Aber ich habe das nie geglaubt. Ich habe immer gespürt, dass stimmt etwas nicht. Und nachher hat sie manchmal gewisse Sachen wieder so erzählt, was ist gegangen. Mit Klinik hat das einfach angefangen. Also es ist, warum auch immer, aber das kann ich bis heute nicht sagen. Aber es hat angefangen wie mit einem Wasserkocher nicht auffüllen. Ist der Wasserkocher nicht aufgefüllt gewesen, als er ist aufgestanden ist, irgendwie mehr als 1:30 am Nachmittag. Mein Gott, weiss ich, was für Zeit war. Und dann ist er einfach so hässig geworden. Und am Anfang habe ich das gar nicht realisiert. Und ich dachte, ja, ich liebe den Menschen, die mir jetzt halt den Wasserkocher auf. Mein Gott, wenn ich morgen aufstehe, mir füllt man ihn noch nicht, oder? Ich muss noch selber, auch selber füllen. Und, aber es ist immer wie mehr, sich das so einfach zuspitzen. Er hat ja sie auch geholt. Sie hat ja einen blauen Flecken da am Arm gehabt. Und dann hat sie noch nicht reagiert. Du bist noch nicht gegangen. Immer, wenn ich bei Hause kam, egal wo ich war, hatte ich so Angst gehabt, dass er wieder ausrastet. Und ich konnte machen, was ich wollte bei ihm. Es ist, er hat immer etwas gefunden, was ihm nicht passt hat, dass er wieder aggressiv tun kann. Hier ist das Klopapier. Ah, jetzt reinwaschst du. Eben, hat das Platz? Ja, ja. Also, gut. Schön saubere Wohnung. Alles aufgeräumt. Einmal. Er hat wieder den Streit gesucht, provoziert. Und dann bin ich wirklich vorne hergestanden und gesehen, ich sage dir jetzt eins. Wenn du mich schlägst, ich schlage zurück. Und ich habe ihn so weit provoziert, dass mir eins ins Gesicht schlägt. Und er hat das einen Klapp zurückbekommen, er hat das zur Nase ausgeblüht. Und das war das erste und das letzte Mal und dann hatte ich keine Chance mehr. Nie mehr.
Streit ist für mich jetzt, wenn man so richtig hässig wird, nicht nur einmal fangen, nicht nur einmal zu dumm schreien, recht oft, weißt du, Und was für mich auch kein Streit ist, wenn man einander holt. Das ist kein Streit? Also bei der Erwachsenen geht es nicht so, nicht so wie bei meiner Mama und bei meinem Papa. Also, ja. Du bist kein Streit? Vater. Doch, ein Streit, aber ein recht heftiger Streit. Ein heftiger? Das sind Bilder, die ich jetzt nicht wirklich vergessen. Also, du wirst sie nicht mehr vergessen, die Bilder? Weil er seine Brutalität so krass ist geworden, dass er mich in der Küche mit dem Bein zu Boden geschlagen hat, die Oberschenkel. Da bin ich zu Boden wie ein Mausack. Und ab dann hatte ich dann so Schiss vor ihm, dass ich dachte, hey, nein, wenn er jetzt noch eine anlenkt, dann kann mich wirklich so viel schlagen, dass ich in einem Spital irgendwo liege oder halbtot. Oder und dann war die Angst so gross, dass ich mich nicht mehr wehren konnte. Einmal bin ich vor Mama gestanden, weil er der war so auf den Boden gedrückt. Und dann konnte sie nicht mehr laufen. Sie hat sich auch hier etwas gerissen. Und dann bin ich vor Mama gestanden und habe gesagt, so, jetzt bringst du sie ins Bett. Und dann hat er es gemacht. Und er hat gemerkt, oh, jetzt habe ich ihr richtig fest weht. Also. Das ist aber stark von dir, dass du das sagen konntest in diesem Moment. Und hat es für dich viel Mut gebraucht, dass du dann hergestanden und gesagt, jetzt bringst du sie ins Bett? Ja, recht. Viel. Das heisst, Angst erfordert manchmal auch Mut, dass man mutig ist. Ja, ich glaube schon. Ich habe ihr zugetan, den Stuhl vor der Ratte und die Lego-Sachen und die Kiste. Und dann hat man sie auch nicht mehr aufgebracht. Dann, als die Mama vor der Ratte stand, habe ich sie aufgetan, sonst nicht. Und ich hatte Schiss, dass er mir auch wehtut. Aber er hat mir zum Glück nicht wehtun. Vor der Trennung, einen Tag vorher, der ist eingefuset auf dem Sofa. Und ich habe gesagt, lass, ich habe ihn probiert zu wecken. Und wenn er mal geschlafen hat, hast du ihn nicht mehr wachgebracht. Dann hat er wieder hässig reagiert und anfangen zu rischeln, lass mich sein und so. Ich dachte, ich wecke jetzt genau zweimal. Wenn du mir nicht dergleichen tust, dann gehe ich hinten ins Bett. Dann zweimal und dann hat er einfach rumhässeln lassen. Dann fand ich, also gehe jetzt hinten und einen vorne abfusen. Und dann ist dann morgen um 6 Uhr oder um 5 Uhr wie eine Lötung ins Schlafzimmer reingekommen. Er hat einfach rumgepackt. Die jüngste Tochter schläft noch, oder sie hat neben mir geschlafen. Gefunden, warum hast du mich nicht geweckt? Du weißt, genau, ich muss bügeln und so. Und ich habe ihm dann gesagt, lass jetzt zweimal probieren zu wecken. Wenn du nicht dergleichen tust, und ich habe gesagt, es ist mir gleich, dann pennst du halt da vorne. Dann ist der aber ausgerastet, hat mir das Küsschen auf das Gesicht gedrückt und hat mit der Faust reingeschlagen. Dreimal. Die Jüngste nebenan ist natürlich wach geworden, sie hat nur noch gebackt. Und dann hat mir laut ihm heute noch weil über mich übersteigen, für den Jüngsten ein Mundschi zu geben. Und hat mir aber in diesem Sinn eigentlich mit der Hand irgendwie 20 oder 30 Mal hier drauf geschlagen. Also ich war von hier bis da eigentlich wirklich blau gewesen. Und dann ist er in die Küche, hat sein Zeug zusammengesucht und hat die Küche buchstäblich verwüstet. Die Jüngste, die ist eben schon grennend im Bett gelegen. Wo die Attacke passiert ist. Er ist unter die Decke geschlafen. Und als der Vater von Jüngsten gegangen ist, habe ich sie in den Arm genommen, weil sie hat den ganzen Körper zittert. Und die Augen waren einfach wirklich mit Angst erfüllt. Wirklich ganz krass. Das habe ich noch nie gesehen. Wirklich, ich kann das nicht so beschreiben. Es ist einfach Angst. Als die Mama und ich im Bett waren, Dann war die Mama da vorne und ich war hinten. Dann hat einfach der Papa der Mama einfach ein Gesicht geschlagen mit dem Kuss. Und du warst im Bett, dann, im gleichen Bett? Beim hinteren Teil und die Mama vorne Teil. Und wie war es für dich? Schlecht. Schlecht? Ich wollte der Mama helfen, aber nachher hat er fast an meine
an meine Hand fast geschlagen mit dem Küssi. Also, als du hast helfen wolltest, hat er dich auch fast geschlagen? Mhm. Und dann bist du nicht geholfen? Ja, nachher habe ich gedacht, es kommt schon wieder gut. Hast du gedacht, in diesem Moment? Mhm, aber es ist nicht mehr gut gekommen. Pure Angst war ihr und auch in mir natürlich, natürlich auch einfach, ich habe auch noch mal geschlottert, zittert wie verrückt. Und es ist dann alles so schnell gegangen, einfach gefunden, wenn jetzt der Vater von Jüngsten wieder zurückkommt, weil er das Gefühl hat, er muss jetzt nicht bügeln oder ich lasse, ich muss jetzt hier einfach raus, ich kann nicht mehr. Als sie zu uns gekommen sind, hat sich die Ältere gerade mehr um den Hals geworfen und gesagt, grossi, es ist... Ich kann die Wortwahl nicht mehr sagen. Es war einfach traurig. Ich habe einfach gespürt von ihrem dieser Ausdruckshaltung, es geht ihr nicht gut. Und das Jüngere war mehr so da, die hat einfach nicht viel gesagt. Also sie ist mehr so, hat die Sachen abgeladen und dann war sie einfach einmal da. Ja, ich wusste nicht, was ich an meine Eltern gemacht hätte. Ich hätte natürlich irgendwie auch in ein Frauenhaus müssen oder in eine Institution für ein Mutter-Kind-Heim oder wie das auch immer heisst. Das haben wir ja dann noch, die Polizei hat mir das ja noch gesagt. Das wäre schon eine Variante, die sie mir anbieten könnten. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Wenn wir zusammen haben Streit hatten, dann ist er auch, oder der Vater von Jüngsten im Mittelpunkt gestanden. Und alles andere, ich habe meine ganze Wut und das Ganze habe ich nach beiden Kindern gegeben. Das ist so. Wie das alles oder innen in meinen Kindern aussieht, nachdem sie miterlebt, was passiert ist, das habe ich nicht gemerkt, wie sie innen ihre aussieht. Da haben wir Blumen. Ja, das ist von Rio. Von Rio? Das hier, da muss alle überall her, wenn ich übernachten gehe, weil da beschützt es mich. Von welchen Sachen denn? Von Albträumen. Hast du manchmal Albträume? Mhm. Was passiert in den Albträumen? Schlimme Sachen, also. Dann muss ich das hier ganz fest haben. Und dann geht es irgendwann vorbei. Jetzt auch draußen, zum Beispiel bei uns daheim im Garten, wenn sie spielt, die ist so verschlossen oder zum Teil sehr aggressiv. Das ist mir jetzt aufgefallen. Und ja, von wo kommt das? Das ist das, was sie alles hat müssen oder hat erlebt. Das hat mich am eindrücklichsten gedacht. Sie wollen die Mama beschützen. Von der älteren Tochter war das ganz klar. Sie hat immer die Mama. Sie hat Angst vor um ihre Mama. Also ich habe fast wie manchmal Verantwortung übernehmen. Es ist super leid. Wird der Frieden? Ja. Als ich nicht zu Übertrittsgesprächen hatte, oder darum gegangen ist für die zweite Klasse, habe ich dann durch die Lehrerin erfahren, dass sie sich viel auch während dem Unterricht zurückzieht. Sie ist in ihrer eigenen Welt. Erzählt Geschichten, die nicht der Realität entsprechen. Und ja, sie fragen sich halt, haben sich dann auch gefragt, warum. Sie haben zwar schon Geschichten mitbekommen, warum dass wir müssen zügeln, Opfer von häuslicher Gewalt. Aber gegen aussen, die hätten das so können überspielen, die Ältere. Und ich habe ihn tot gemacht. Die Jüngere geht, glaub ich, etwas anders mit diesen Sachen um. Sie kann darüber reden. Hat es auch sehr gut und spielerisch können verarbeiten. Und das hat mich sehr eindrücklich gedacht. Per Telefon. Sie hat ein Spieltelefon genommen mit ihrem Gotti, um auch spielerisch auf das ganze Thema spielen. Und ich bin dort auf dem Stuhl gehockt und der Kinnlade durchgefunden. Wow. Die Jüngere hat erzählt, ja, aber die Mami hat ganz fest Krach mit dem Papa und wir mussten fliehen und dann müssen wir zügeln und neue Wohnung suchen und
Die hat das dann wirklich sich auf die Spielrolle oder auf das eingeladen. Was ist los? Hey, Kleine, wo bist du? Jetzt werde ich von deinem Vater. Mama, Mama, ich bin gefangen. Kleine! Ja, Mami. Oh, jetzt sind wir beide gefangen. Oh ja, und sie ist auch ein mega Mami-Hug. Ein Mami-Hug? Was heisst das? Also sie... Entschuldigung. Was ist ein Mami-Hug? Also ein Mami-Hug ist, wenn man mega oft bei Mama ist, die ganze Zeit. Und man lässt sie fast nicht mehr los. Ist das für dich wichtig? Läuft wie ein Hug nachher. Mein Bestes ist auch ein Mama-Hug. Beide sind ihr Mama. Also ich bin mal gewesen, ja, aber bin nicht mehr. Ich bin eher so eine Freundin-Hug. Oder eine Schwester-Hug ist sie auch. Warum? Also brauchst du ganz, ganz fest deine Mama? Oder ganz, ganz fest ihre Schwester und Mama nicht da. Mhm. Warum denn? Oder ihr grossi. Also Papa. Oder der Papa? Ja. Komm, Riane, mit dem. Manchmal bin ich allein daheim und dann vermisse ich die Mama. Dann habe ich Angst, dass sie nie mehr heimkommt. Du bist ganz allein daheim und hast das Gefühl, sie ist immer so jetzt. Es könnte sein, dass sie nicht mehr zurückkommt. Und erzähl dann, was machst du dann? Hast du so Techniken, was du dann machst? Du hast zum Beispiel dann das Büchlein schauen, um dich ablenken. Oder was machst du für Sachen? Ja, dann tue ich einfach ein Mama-Buch auswählen. Dann sehe ich die Pfötterchen drin, wenn sie einfach drin sind. Ein Mama-Buch? Was ist das genau? Ein Fotobuch von Mama? Ja. Und wenn du das Mama-Buch dann anschaust, was hast du dann für Gefühl? Nachher habe ich für Gefühl, wenn ich... Hast du gute Gefühle? Nein, aber schlechte Gefühle. Schlechte Gefühle? Wenn ich einfach die Mama vermisse und einfach... Also auch so Momente, wo sie dich tröstet oder mit ihr Spass hatte. Mhm. Und sie dir die Geborgenheit gegeben. Kennst du das Wort Geborgenheit? Was heisst das für dich? Das weiß ich noch nicht, aber das muss ich noch ausdenken. Die schläft nicht in ihrem eigenen Bett. Sie schläft bei Mama im Bett, und jetzt wird sie 6. Ja, es kann sein. Weißt, manchmal hat man Angst. Das sind so Bilder im Kopf, es muss gar nicht passiert sein. Und dann hat man Angst vor dem. Ich hatte einfach Angst, wenn Mama und Papa einfach Mama Haustüre herantun. Und dann abends dann kommt sie nie mehr raus. Also Haustüre schlafen? Oder zutun? Spiessen, meinst du? Was meinst du genau? Weil sie steht jetzt dort vorne der Tür. Mhm. Nachher hat es dort so ein Loch überall. Mhm. Nachher bindet sie zu. Und nachher kommt Blut raus und nachher stirbt sie. Das hat mich so krass gedacht. Ich dachte, wow, die hat viel zu viel miterlebt. Und ich fand, hey, nein, was mache ich jetzt? Mache ich Therapie mit ihr? Mache ich... Aber ich glaube, sie ist heute auf dem Stand der Dinge, wo ich muss sagen, es braucht es nicht. Auch die im Kindergarten sind der Meinung, nein, sie braucht es nicht. Sie ist so viel weit eigentlich gebödelt, dass sie genug stark ist, um es selber zu verarbeiten. Wenn deine Schwester jetzt... dir die Sachen wegnimmt und so und vor allem mit dir wird spielen, hast du das Gefühl, das wird sich auch noch ändern, wenn sie älter wird? Oder hast du das Gefühl, sie wird immer deinen Schutz oder deine Nähe ein bisschen suchen? Ich glaube, das wird sich mal ändern. Wenn sie älter wird, einfach? Weil man braucht ja nicht immer einen Schutz. Doch, eigentlich schon. Meine Mama die hat sich ja auch Schutz gesucht. Wo hat sie sich Schutz gesucht? Bei dem Grossi. Beim Grossi? Wenn man den so blöd hat, dann haben wir dann sind wir zum Grossi runtergegangen, gehen schlafen. Weißt, wir sind schon im Pyjama, im Anhänger vom Wagen. Beim Grossi hast du dich auch sehr wohl gefühlt? Mhm. Bei mir waren sie eigentlich immer zufrieden. Vielleicht haben sie so ein Familienbild, ein anderes mitbekommen bei uns. Was sie daheim nicht so erlebt haben. Mein Grossi ist so ein bisschen langweilig. Meins nicht, meins ist recht cool. Das ist cool? Mhm. Weiss ich, das hast du nicht gesehen. Der macht Bergtouren mit mir.
das ist wirklich. Und wir gehen recht viel im Winter Skifahren. Er hat mir Skifahren beigebracht. Cool, also dann vertraust du ihm auch, wenn er dir Skifahren beibringen kann. Ja. Ist grosses Vertrauen zu ihm? Mhm, recht gross. Was ist das für dich, Vertrauen? Wie würdest du das Wort beschreiben? Also, Vertrauen ist für mich, wenn du jetzt einen wirklich... Also... Das ist mir schwierig, gell? Ja, recht schwierig. Ich kann es nie erklären. Nein, es ist mir schwierig. Zum Beispiel ein Beispiel vom Skifahren. Was kommt da in Sinn? Da hat er mich immer auffängt. Auffangen? Also er kommt immer wieder runtergefahren, wenn ich umkehre und mit dem Ski würde bleiben stecken. Also fühlst du dort sicher, mehr? Hast du eine Sicherheit? Ja, ich habe Sicherheit. Auch, wo ich mich auch sicher fühle, ist beim Nonno, wenn wir in die Aare gehen. Ja, da musst du dich sicher fühlen. Ja. Ja. Also wo findest du die Frau Sicherheit? Beim Nono? Nono, Mama, Grossi. Eigentlich, also ich spüre einfach, dass ich Wut, ich habe immer noch gegen ihn Wut. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, er hat ihre, er hat die Kinder noch immer rausgerissen, wo sie waren so wohl gewesen in diesem Quartier in der Schule. Beide waren so glücklich gewesen und sie einfach, er hat einfach ihre ganz viel verbaut. Sie musste weg vom Quartier, weil sie wegen ihm keine Wohnung mehr hat bekommen. Und darum war ich auch so wütend. Ich habe gefunden, er tut auch den Kindern etwas anrichten. Nein! Der macht noch mal lebendig! Nein! Und jetzt sind wir so anständig. Gut? Lutsch, bom, bom, anständig. Am Anfang mussten wir immer aufpassen, dass ich nicht zu viel von den Kindern geredet habe. Ich weiss, das ist nicht gut, wenn sie hören, wenn wir uns austauschen. Oder was wir auch Negatives von ihm geredet haben, das haben wir gewusst, aber es ist halt gleich passiert. Aber jetzt tue ich eigentlich quasi gar nichts mehr von den Kindern erzählen, was ihn anbelangt. Aber sie spüren, sie wissen genau, was ich für eine Haltung habe zu ihm. Ich habe gesagt, du respektierst, das ist dein Papa, oder du, wenn ihr zusammen etwas weit umnehmen, ist das okay. Aber meine Haltung, ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich zu ihm stehe. Und das wissen sie ganz genau. Wir haben jetzt gemeinsame Sorgerecht. Das wird weiterhin bestehen, weil er Gott sei Dank nie gegen King ist oder ein King etwas zu leid hat. Das heisst, Kesp hat eigentlich entschieden, und das EKS auch, dass er sie eigentlich sehen kann, wie er möchte. Es schaut ja auch Kesp ist ja drauf. Es ist regelmässig. Es gibt Gespräche und Kontrolle. Und darum habe ich auch keine Angst. Ich weiss genau, es kann nichts passieren und ich habe auch ein gutes Gefühl. Wieso soll er nicht ein lieber Familienvater sein oder können sein? Weil man muss jemandem, nach dem Ganzen passiert ist, so viel weit wieder Vertrauen schenken, dass er dem Kind nichts zu leid tut. Und er hat ja dem Kind nie etwas zu leid. Darum muss ihm der so viel weit Vertrauen schenken, dass ich es dann auch ihm eben mitgeben kann und auch wirklich für mich kann. Weil ich weiss, wenn etwas ist, dann er wird die Jüngste nicht mehr dürfen sehen. Und dort kann er sich selber lieb sein. Und du gehst ihn manchmal besuchen oder bist bei ihm nach der Kita? Ja, ich gehe immer ihn besuchen. Wenn die Mama weg ist, dann kommt der Papa einfach. Und dann gehen wir in den Baden oben baden. Mhm. Und das freust du dich? Ja, und das eben. Und die Mama kommt nachher, ich kann nicht zur Party. Oh. Und dann seid ihr alle zusammen dort? Und wie ist es für dich, wenn ihr alle zusammen dort seid? Gut. Es ist gut, so wie es ist, aber würdest du dir auch wünschen, dass es wieder eine Familie wäre, so wie vorher? Oder eine Familie, so wie jetzt? Eine Familie wie vorher. Wie vorher würdest du dir wünschen? Papa ist eigentlich nicht unsere Familie. Papa ist nicht unsere Familie, ist das für dich, er gehört nicht zu dieser Familie hier, zu dritt, oder? Wir sind nur drei alte Familien, sonst nicht. Sonst nicht, das ist für dich ganz klar. Und der Papa gehört nicht zu unserer Familie, er wohnt irgendwo anders und er ist ganz allein. Er gehört nicht zu unserer Mannschaftsfamilie. Mannschaft? So cool! Die sind wie eine Mannschaft. Was gehört jetzt zu einer Mannschaft?
damit man zusammenhält. Zusammenhält, ja. Und wir sind alle drei zusammenhalten. Bist du bei ihm auf der Chance gehockt? Ah, da ist dein Kopf auch weg. Das ist aber nicht nett. Hey, ich bin gekürzt. Ah, da hier hat er noch rausgeschnitten. Dir was? Können wir gehen? Nein, noch nicht. Oh. Das Interview ist noch nicht fertig. Die nächste also, Frage. Erzähl du das noch mal. Die nächste Frage. Die nächste Frage ist,